muss ich beeilen. Oder so. Unter Zeitdruck bin ich einfach am besten. Unter Zeitdruck bin ich am besten. Guten Tag, heute ist Montag, der 21.12.2015 und ich komme schon wieder nicht aus dem Arsch. Ich musste heute Vormittag nur das Video fertig machen, das lädt jetzt gerade hoch und es ist jetzt schon 12:30 oder so, ja, 12:15, also 12:15 und ich habe so rumgeeiert, weil ich wusste, ich stehe nicht unter Zeitdruck, ich arbeite unter Zeitdruck besser, das ist so nervig. Wäsche läuft, eine Maschine, Trockner läuft auch schon. Ich muss das Bett noch abziehen. Ich will hier immer noch Class Shift machen. Ich wollte eigentlich Flaschen wegbringen heute, aber ich hab keine Lust. Es ist so scheiße, wenn ich nichts zu tun habe, also im Sinne von, ich muss nicht zur Arbeit oder nicht irgendwie ganz dringende Sachen erledigen, dann bin ich nur am Prokrastinieren. Das ist zum Kotzen, Mann. Tick 538 oder so. Keine Ahnung. Ich habe heute nur rumgegammelt. Irgendwie. Also ich musste das Video fertig machen. Das war fast fertig. Da mussten ein paar Schnitte gemacht werden und Musik untergelegt werden, dann veröffentlicht werden. Habe ich so lange rumgeeiert mit, dass es erst gegen Mittag rausgegangen ist. Ja, ich habe mich wieder laufend ablenken lassen. Rumgeeiert halt. YouTube ist auch so ein Arbeitskiller. Wenn man da erstmal ein Video anschaut, findet man immer ein neues Video rechts in der Spalte. Ja, und das alles nur, weil ich heute wieder Zeit hatte. Einen Tag frei so. Und schon fängst du an zu prokrastinieren und naja, ich habe ja Zeit, muss mich nicht beeilen. Scheiße ist das echt. Die Videos, die ich wirklich immer so kurz vor Deadline, und Deadline musste ich gerade googeln, weil mir das Wort nicht eingefallen ist, als ich Take 537 aufgenommen habe. Ja, also die Videos, die ich kurz vor Deadline mache, die wären immer die besten. Also ich brauche diesen Zeitdruck, damit ich was schaffe. Unter Zeitdruck bin ich wohl einfach am besten. Naja, schon vor ein paar Tagen oder so, ja, schon ein bisschen, schon fast eine Woche her, glaube ich, ist an meiner Kamera, also an der 7D hier, das Panzertape abgegangen, was ich hier dran hatte, dieses Gaffertape. Da hatte ich schwarzes Gaffertape über den Namen von Canon und über die Bezeichnung, welches Modell das ist. Und das ist irgendwie abgegangen, das sah halt schon scheiße aus und dann hatte ich es ganz abgemacht und ja, jetzt ist da nichts mehr drüber. Und ich bin, ja, Fan wäre übertrieben, also ich mag meine Canon-Kamera und ich mag die 7D. Und ich würde mir immer wieder eine Canon holen. Allerdings, weil ich mit einer Canon angefangen habe und das ganze Zubehörteilzeug ja nicht wegschmeißen möchte, bloß wegen einer neuen Kamera. Hätte ich eine Nikon gehabt, wäre es bei der Nikon wahrscheinlich ähnlich. Trotzdem mag ich die 7D und arbeite gerne mit der und ich finde die auch toll. Und die G7X will ich ja immer noch haben. Aber trotzdem muss ich erstens nicht Werbung laufen für Canon. Und zweitens gehen mir so Kommentare von anderen Leuten auf. Ah, Canon. Ah ja, habe ich auch. Sind die gut? Können sie Canon empfehlen und so? Also ich mag ja Nikon. Was? Also blöde Kommentare, die man bekommt. Dann ist das Tape, wie gesagt, abgegangen und ich habe kein schwarzes Gaffer-Tape mehr da. Ich habe nur noch graues da. Ja, und deswegen muss ich mir was anderes überlegen, wie ich das jetzt löse. Und ich habe da eine Idee.
den Sack. Wenn ich Bettwäsche wasche, dann kommt die in der weißen Wäsche mit rein, wo Handtücher und sonst was mit drin sind. Warum schafft es das Zeug immer, sich alles in einem Bettbezug zu sammeln und da drin zu bleiben? Was ist das für ein Scheiß? Boah, ehrlich, was für ein Scheiß, das kann ich da so nicht in den Trockner schmeißen. Da Kopfkissenbezug, mehr, nichts drin. Bettbezug, alles. So, es ist kurz nach 6, ich bin spät dran. Wie immer. Alles wie immer. Ja, ich fahre jetzt nach Zinnowitz, treffe mich da mit Jens und dann geht's ins Kino zu Star Wars. Die Kamera lasse ich, glaube ich, gleich hier. Ich denke mal, da gucken sie sehr komisch, wenn ich da mit der dicken Kamera hier und dem Stativ und dem Mikrofon da oben drauf reingehe. Dann haben sie ja wahrscheinlich gleich Angst, dass ich den Film abfilmen will. Als wenn das heutzutage noch jemand macht. Aber gut. Ja, ich glaube, es ist sinnvoll, dass ich die hier lasse und dann lieber das Telefon oder die GoPro nehme. So viel wird ja eh nicht zu filmen sein, draußen ist es auch schon dunkel. Von daher, lass uns das. Keine Angst, ich mach das nur für Time Lapse, naja, dass ich geopert hab, ne? Ja. Weil heute war sehr mau. Heute war sehr mau. Der Hund ist ja nicht da. Er hat ihn zu Hause abgegeben. Auch meine Eltern, ja, Mono und meine Schwester. Meine Schwester Mona, hat Mona hat gesagt, sie kommt mit deiner Schwester und Mona wandern. Zurück. Da aus gesehen. Ja, bin jetzt nicht so ein Star Wars Fanboy. Ich guck mir die Filme an, aber ist jetzt, ja. Viele schreiben immer gleich, ich spoilere jetzt nicht. Ich wüsste nicht mal, was ich da spoilern könnte. Wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, wüsste auch nicht, was ich sagen soll, aber ja, keine Ahnung, was man da spoilern kann. Ja, es ist ganz okay, ne? Ist mir irgendwie zu viel Science-Fiction und zu viel computergenerierte Zeug, glaube ich. Ich stehe mehr so auf Handwerk. Obwohl in dem Film ja doch ganz viel klassisches Handwerk drin ist, wenn man mal drüber nachdenkt und genauer hinschaut. Also wenn nicht diese Science-Fiction-Szenen sind, wo sie dann in ihren Gefährten da durch die Gegend fliegen und sich beschießen. Also ich habe ja sowieso schon festgestellt, dass ich Filme irgendwie anders gucke, also seit einigen Jahren jetzt schon. Ich achte beim Schauen irgendwie ganz oft darauf, wie ist das Licht gesetzt, warum ist die Kamera jetzt, wird die Kamera jetzt so geführt, warum der schwenkt, warum die Szene. Also man fängt so ein bisschen an, so Filme zu analysieren und sieht die, wie gesagt, irgendwie anders. Und das ist zum Beispiel eine Szene, ich glaube, da hat Prinzessin Leia mit Han Solo gesprochen. Und dieses Gespräch war immer ganz typisch von der Kameraführung. Nämlich immer über die Schulter von den Gesprächspartnern rüber. Also mal über diese Schulter so und dann über die andere, je nachdem, wer immer gerade gesprochen hat. Und zwar immer so, dass man halt noch ein Stück von dem Kopf und die Schulter gesehen hat und das Profil von dem anderen. Also nicht das Profil, sondern das Gesicht von dem anderen. Und so ging das Gespräch. Und
Kamera wurde ein paar Mal gewechselt und jedes Mal immer so über die Schulter von dem anderen. Und naja, also ein bisschen Handwerk ist ja doch drin. Aber dieses, ich bin kein Fanboy, wie gesagt. Ich mag Star Wars, ich kann es schon mir das gerne an und so, aber ich bin eben kein Star Wars Fanboy. Warum ich kein Star Wars Fanboy geworden bin, liegt glaube ich an, welcher Teil war das? Episode 1? Star Wars Episode 1? War das das? Dieser Teil, der eigentlich so ein kitschiger Liebesfilm eigentlich mehr war. Also ich meine, den Teil, wo sie da auf dem Balkon standen, Prinzessin Leia, und diesen schmalzigen Dialog geführt haben, der überhaupt keinen Sinn ergab, oder dieses Gelaber keinen Sinn ergab, und ich liebe dich, ja, ich weiß. Da habe ich ihn damals in Berlin angeguckt, im Zoopalast. Ja, das ganze Kino hat sich eigentlich nur lustig gemacht über diese Szenen und diesen Film. Und das war so der Moment, wo das Star Wars Fanboy-Herz in mir gestorben ist oder so. Um es mal beim Kitsch zu belassen. Und ich glaube, wegen dem Teil bin ich kein Star Wars Fanboy geworden. Das waren mir zu viele Extreme, die ich eigentlich gar nicht so im Filmgenre mag. Also dieses Science Fiction. So in einer gewissen Dosis kann ich Science Fiction durchaus ab, aber zu viel computergenerierter Scheiß ist nicht so meins. Und ich schaue mir gerne nochmal eine Schnulze an. Ein Kitschfilm, keine Ahnung. Da war mir einfach zu viel Kitsch und Geschnulze bei, ne? Und zu viel. Ja, an dem Teil haben sie es verpasst, mich zum Star Wars Fanboy zu machen. Ja, trotzdem sind es Filme, die ich mir definitiv immer anschaue. Und was mir aber auch noch aufgefallen ist, wurde der Begriff Stormtrooper in allen Star Wars Filmen übersetzt. Also mir ist es in diesem Teil jetzt das erste Mal aufgefallen. Also, dass jemand in dem Film heute Sturmtruppler gesagt hat, was ich eine ziemlich bescheuerte Übersetzung finde. Oder diesen Begriff hört sich einfach bescheuert an. Keine Ahnung, warum muss man Stormtrooper übersetzen? Jeder, der in Star Wars reingeht, wird Stormtrooper verstehen. Aber Sturmtruppler, das hört sich sehr bescheuert an, finde ich. Dann hätten sie es auch mit lass mal, egal. Entschuldigung. Naja, aber diese Übersetzung fand ich komisch. Außerdem fand ich sehr komisch. Ich war ja mit Jens verabredet im Kino und stehe da halt vor dem Kino und stehen halt noch andere rum und rauchen und so. Da musste ich ja Gespräche anhören, wo du wirklich denkst, oh, kann man so Fragen wie, ich frage mich, ob das jetzt richtig war, diesen Film jetzt rauszubringen. Also ist das die richtige Zeit dafür? Warum nicht? Und was war noch? Ach so. Und ja, wer ist denn jetzt der Star da drin in dem Film? Star Wars, da muss kein Star mitspielen. Gut, sind ja dabei, also Harrison Ford kann man schon als Star bezeichnen, aber es geht da nicht um einen Star. Wenn, dann höchstens um den Death Star. Egal, aber es waren so Gespräche, wo ich vorm Kino stand und dann, oh. Ansonsten muss ich mal wieder sagen, das Kino in Cinewitz, eigentlich finde ich das ganz cool. Das hat so ein bisschen Wohnzimmercharakter. man sitzt da sehr bequem, hat so ein Tischchen zu essen, kriegt die Tränke am Platz gebracht. Ist schon ganz cool. Kann man also auch machen. Und mehr wisst ihr jetzt wirklich nicht. Das war nicht sehr aussagekräftig, dieses Vlog heute. Ja, ist nun mal manchmal so, ne? Das habt ihr ja nur schon festgestellt. Leider, glaube ich, ist nicht so viel. Ja, die GoPro hat mich leider mal wieder in Stich gelassen. Und als ich hier meine Kamerabeschreibung entfernt habe, hat die GoPro, glaube ich, gar nicht aufgenommen. Naja, werde ich jetzt erst beim Schneiden sehen. Und da werde ich mich jetzt mal ransetzen. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis morgen. Tschüss. Hey, guck mal, wer der ist. Guck mal, wer der ist. Hallo, meine Süße.